Herzlich willkommen zu Russian Fishing 4 bei Densen. Und zwar bin ich immer noch an der Achtuhr am Störspot unterwegs und immer noch an denselben Koordinaten 41, 108 an derselben Stelle, wo ich das Experiment letztes Mal gemacht habe. Nach dem Experiment bin ich jetzt ja drauf gekommen, mit der einfachen Grundmontage hier zu angeln und ich sag mal so, ich kann zufrieden sein. Ich habe hier ordentlich Fische wieder gefangen, bin jetzt hier wieder 7 Stunden unterwegs und diesmal sogar einen russischen Stör als Trophy gezogen hier an der Stelle auf Krebs diesmal. Es funktioniert mit der einfachen Grundmontage genauso gut oder vielleicht sogar noch besser wie mit der Schlaufenmontage. Und ich sag mal so, ich bin zufrieden mit dem Resultat. Erstmal 80 Fische in 7 Stunden. Das wird Fisch 81 jetzt sein. Wieder auf Krebsschwanz. Und ich wollte jetzt eher erstmal Schicht machen. Ja, dann schauen wir mal, was ich denn jetzt hier verdient habe. Natürlich zeige ich euch sofort wieder das Equip, was ich hier genutzt habe. Nochmal eine Barbe zum Schluss. 7 Kilo Barbe auf Krebsschwanz. Die habe ich jetzt zum dritten Mal gefangen. Also heute. Auf Krebsschwanz vor allem. Ganz cool. Hier. Krebsschwanz. Und vor allem in richtig schönen Größen jetzt. 7 Kilo. Nochmal Krebsschwanz. Ja gut. Und eine kleinere. Auch Krebsschwanz, also Krebsschwanz lohnt sich hier schon, um vor allem vielleicht sogar diese Trophy abzuhaken. Ja, es ist möglich. Mein Equip sieht wie folgt aus, was ich hier jetzt genutzt habe. Wenger 10.000, so wie immer, Mono Schnur da drauf, 140 Gramm Grundblei und 2.0er Haken diesmal, die Daily Loop. Krebsschwanz als Köder, wie schon gesagt, dann hier die folgende Mischung: Rapsamen, Krill getrocknet, Lehm, Wandermuschel, Wurm gehakt, Krebs, Krabbe und Miesmuschel als Aroma. Und Clips hier auf 32 Meter hinten zum Busch rüber, den ihr dort seht, einfach nur geradeaus reinwerfen. Und Spaß haben. Auf jeden Fall die dritte Route sieht wie folgt aus, genauso wie die erste, nur hier Maulwurfsgrille als Köder. Und die zweite Route, genau dasselbe alles, nur Nashorn Kieferlarve hier als Köder. Dann 32 Meter Clips und wie ich schon gesagt habe, hinten zum Busch. Geradeaus reinwerfen. So, um das einmal zu zeigen. Hinten. Zack. Raus, fertig und stehen lassen. So schaut es aus, so ist es richtig und man muss halt viel, viel Zeit mitbringen, so wie immer. Aber erstmal mache ich hier Schicht, wollt mal auf was anderes gehen. Ich werde natürlich jetzt nochmal schauen. Ich werde jetzt nochmal schauen, wie viel ich denn jetzt hier überhaupt gemacht habe in den 7 Stunden wieder. Okay.
81 Fische, ich bin gespannt. Was es denn jetzt hier bringt. Der Kescher sieht wieder richtig nice aus. So, einmal die Futtermischung. Habe ich die jetzt abgeschickt? Ja, habe ich. Okay. Dann wollen wir mal schauen, was es an Geld bringt in 7 Stunden. Ein Boot habe ich da hinten stehen gelassen. Ja, mal gucken, gleich auf Baltischen oder so. Ja, der Spot ist auf jeden Fall ganz in Ordnung, immer noch. Nach dem Server-Restart läuft er genauso gut. Und man kann sich da auch nicht beklagen. Dass der Stern da irgendwie ausgestorben ist oder so. Er läuft immer noch. Kaffee ab 15 Kilo leider, sonst habe ich hier nichts. So, und zwar Barben 3 Stück, die bringen ordentlich Silber, wie man hier sehen kann. Brassen, die auf Kriebschwanz gebissen haben, also teure Brassen. Marmorkarpfen habe ich da zufällig gehabt, warum auch immer. Quappen, Rotauge und ja, ganz viele Störe. Der eine Trophy-Stör hier mit 65 Kilo, 1400 Silber. Richtig nice. Richtig nice. Sterlet 7 Kilo. War auch nicht schlecht. Wildkarpfen, so wie immer. Zander, da habe ich mal kurz auf Küche probiert. Und Zope hatte ich da auch. Ja, insgesamt 4600 Silber hier. In 7 Stunden, also das Ergebnis ist sogar noch besser wie gestern auf die normale Montage. Um einiges besser. Ich habe jetzt sogar 1 Stunde weniger noch geangelt wie gestern und komme auf 600 Silber mehr. Und dementsprechend sind das, da muss ich wieder rechnen. 4600 durch 7 gleich sind es 400 sage ich schon, 660 Silber die Stunde, was ganz ordentlich ist. Und ich kann nur jedem empfehlen, diesen Spot so lange zu nutzen, bis er läuft, denn hier kommt man ordentlich an Silber. Wenn man denn das richtige Equip dafür hat, wenn man da jetzt natürlich mit einer, weiß ich nicht, Alpha hingeht. Ah, ich weiß nicht, also ich glaube, das wird grenzwertig sein. Obwohl das auch funktioniert, wenn man jetzt hier den Fisch eher in diese Kurve bringt, was ihr auch gleich beim Drill sehen werdet, hat man absolut gar kein Problem, diesen Fisch dort auszudrillen. Und ja, man muss da einfach nur stehen und drehen, mehr nicht.
Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Der Spot läuft, brennt sogar, würde ich sagen. Und ja, ich kann ihn nur empfehlen. Ja, ohne den Profi 3200 Silber. Das ist aber eine Stunde Drillzeit, die da entfällt im Endeffekt. Also eine Stunde weniger geangelt und da würde ich wieder auf die 4000 kommen. Und ja, ich sag mal, Grundmontage läuft perfekt. Alles klar, so sieht's aus. Und jetzt kommt natürlich der Drill vom Profi. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Ja.